Nach eher zwei Mount-Singles veröffentlichen Korn ihr neues Album Requiem, wie das bei uns hier abschneidet im Moshpit. Das seht ihr nach dem Intro. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kai und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, denn heute haben wir was Besonderes vor. Wir reden über die neue Korn-Platte. Letzte Woche haben wir über die noch aktuellen Platten gesprochen und die jeweils gerankt. Bevor wir doch darauf eingehen, wichtiger Hinweis, lass uns doch erstmal ein Abo da, weil in den nächsten Wochen präsentieren wir unter anderem die neue Tankard-Box. Die steht bei mir hier, da gibt es ein nettes Unboxing plus für eure Schallplatten. Da könnt ihr was von der Firma Knosti gewinnen, also ein Abo da lassen und uns supporten sowie folgen. Lohnt sich definitiv und ich möchte auch direkt übergehen. Ja, die neue Korn-Platte. Was soll ich sagen? Als die ersten beiden Singles veröffentlicht wurden, das war zum einen Start the Healing und Forgotten, dachte ich mir, warum habe ich mir das Album überhaupt vorbestellt? Weil die Singles, die hauen mich überhaupt nicht um. Weil normalerweise eine Korn-Single, wenn die rauskommt, die scheppert, die macht Bock auf mehr. Aber hier dachte ich mir wirklich so, ui, man hätte es vielleicht sein lassen sollen und das noch aktuelle Album The Nothing vielleicht mehr promoten sollen. Und ja, also Start the Healing, muss ich sagen, war noch in Ordnung, war solide, aber Forgotten dachte ich mir so, da konnte ich ehrlich gesagt weniger mit anfangen. Und dann, ja, kam die Promo rein. Ich habe mir auch die ersten Reviews dazu durchgelesen, wie bei Metal Hammer. Die Redaktion hat es auf Platz 1 gesetzt bei sich, intern, wo ich mir denke, was? Bei den zwei Vorab-Singles, wie kann das auf Platz 1 gelangen? Also, tut mir leid. Also entweder Metal Hammer wurde da ganz viel für Promomaterial und Promo-Anzeigen bezahlt, dass sie da hochsetzen. Oder mein Geschmack ist irgendwie verkalkt oder bekloppt geworden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, dann höre ich mir das Ding tatsächlich an und sehe, es startet mit Forgotten. Dachte mir, okay, ist schon mal ein mäßiger Anfang. Ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach begeistert von der Platte. Es sind 9 Songs drauf. Es hat mich wirklich umgehauen. Kein Witz. Trotz der eher schwachen Vorab-Singles. Und das ist auch eigentlich die Schwäche am Album. Und ich verstehe auch nicht das Management, wie man Forgotten und Start the Healing im Vorfeld veröffentlicht. Also Start the Healing kann ich verstehen. Der Song ist solide, ist okay. Aber Forgotten denke ich mir so, da gibt es bessere Songs auf der Scheibe. Und ich muss auch sagen, echt jeder Track ist definitiv stärker auch als Start the Healing und Forgotten. Und die Produktion ist deutlich knackiger, gitarrenlastiger als der Vorgänger, The Nothing. Da hatte ich persönlich meine Probleme, dass mir das zu glatt war. Hier geht es mehr in so eine Richtung wie von The Serenity of Suffering, also die Gitarre, ne, deutlich dominanter, super Riffs, genauso wie man die von Korn kennt. Es gibt auch die typischen Trademarks, diese virtuosen Sounds, dieses Gequietsche. Oder auch im letzten Song, Worst is on its way, meine ich, oder war das My Confession? Ich bin mir nicht sicher. Da gibt es diesen Twist, Song oder besser gesagt Freakout von Jonathan Davis. Ich kann das nicht so nachmachen, ich blende euch das mal hier ein. Genau das bekommt ihr auch in den Songs. Und das Schöne ist, das, was ich bei Billy Talent kritisiert habe, dass man sich an der Vergangenheit orientiert und auch Elemente übernimmt. Billy Talent haben es meiner Meinung nach voll verhauen. Ja, ich habe es auch vorher gesagt, die charten relativ hoch auf Platz 1, weil die nun mal eine starke Community haben, aber bedeutet nicht, dass das Album gut ist. Ich finde es mittelmäßig, bis zum geht nicht mehr. Aber hier haben Korn es wirklich gekonnt geschafft, alte Elemente und ihre Stärken super in einen modernen Sound zu transferieren und umzusetzen. Und ich kann jeden Song hier rausnehmen, das ist Wahnsinn. Also man hat echt die harten Gitarrenriffs, man hat sehr schöne Gesangsmelodien. Also ich finde, Jonathan Davis ist echt ein guter Metal-Sänger, das muss man wirklich so sagen. Und auf der Platte hört man das. Es ist unglaublich, dass bei Album Nummer 14 so ein Potenzial abgerufen wird, wo ich sage, also seit Issues habe ich das nicht mehr gehört. Also zu The Serenity of Suffering, ja, sehe ich auch noch so in dem Kosmos wie Issues von der Hitdichte, wo ich sage, so, das sind für mich Korn. Und auch das Dubstep-Album, The Path of Totality. Ich mochte es persönlich mega, aber viele hatten ihre Probleme und daher klammere ich das mal so ein bisschen aus und muss echt sagen, dass das neue Album Requiem nach Issues und auch ähnlich wie Issues in so eine Richtung geht, eines der stärksten Korn-Alben ist. Ich bin echt baff und Metal Hammer
hat wirklich recht. Meiner Meinung nach ist auf Platz 1 zu setzen. Es ist grandios. Ich fange mal an mit Let the Dark Do the Rest. Also das ist so eine schöne Melodie im Gesang. Oder auch Lost the Gradier ist jetzt gerade rausgekommen. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist Hopeless and Beaten, der Song, also der Refrain, wenn es dann so losgeht, wo das Tempo so rausgenommen wird, weil die Songs, die sind eher schneller, ne? Man wird richtig mitgezogen, aber bei Hopeless and Beaten, da singt Jonathan auch so einen Refrain, Hopeless and Beaten, also so relativ langsam, monoton, und die Gitarre begleitet, also die Gesangsmelodie, also geht dann dum, 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 auf der Gitarre, und ich finde das so ein bisschen monoton, stumpf. Das haut mich nicht um. Also das ist auch für mich persönlich so, wenn ich sagen müsste, was ist negativ an der Scheibe, der Refrain bei Hopeless in Beaten und der Song Forgotten. Aber der Rest, der ist solide, wie bei Start the Healing, aber auch, oder auch Worst on its Way, und danach sind wirkliche Hits drauf, wo ich mir sage, das ist wirklich ein Album. Ich weiß, Korn haben super viele Hits drauf, aber ich habe keinen Bock auf die Hits. Ich will den neuen Kram hören. Bitte diese Platte komplett spielen. Und ich weiß ja auch, die schwachen Songs, weil es nun mal so ist, live kommen die Songs anders an als auf Platte. Und ja, es sind 9 Songs. Das ist relativ kurz, weil normalerweise machen die ja immer so 12 oder 11 Tracks. Es gibt auch keine Bonus-Songs. Es gibt verschiedene Vinylfarben. Es gab auch eine Testpressung, die signiert wurde von den Mitgliedern, die auf 70 Stück limitiert war. Tape, CD, verschiedene Farben. Also ist für jeden was dabei. Aber auch alles eine Edition, also keine Bonustracks, keine Bonus-DVD oder sonstiges. Und ich kann euch nur empfehlen, also wenn ihr offen für Korn seid, hört da mal rein. Ich habe euch das unten verlinkt. Und an die Korn-Fans, die auch gesagt haben, ach, ich habe die seit XY Jahren nicht mehr gehört, gebt der Platte eine Chance. Lasst euch nicht abschrecken von Forgotten und auch Hopeless and Beaten, der Refrain. Es sind super heftige Songs drauf, ne? Und ich würde sagen, es ist für mich Issues Teil 2, ohne ja, das damit jetzt als direkten Nachfolger zu claimen, jedoch um den ungefähr im Kosmos zuzuordnen, von der Hitdichte wie es Serenity of Suffering. Grandioses Album. Take a Look in the Mirror ist für mich noch ein bisschen anders, aber auch ein starkes Album. Ich verlinke euch hier nochmal oben das Ranking, welches ich da aufgestellt habe, und ich bin echt positiv überrascht. Und ja, meine Befürchtung, ehrlich gesagt, dass die nächste große Band dieses Jahr ein Album rausbringt und es auch nicht wirklich umhaut oder gelingt, hat sich zum Glück nicht bestätigt. Billy Talent, meine Enttäuschung, das reicht da. Ehrlich gesagt, muss ich nicht zu weiteres sagen, das könnt ihr euch auch nochmal irgendwie nachschauen. Aber hier Korn, Requiem, ist für mich nicht nur eines der besten Alben von Korn. Und ich weiß, das ist relativ schnell entschieden worden, aber es ist auch so, ich beschäftige mich sehr, sehr lange mit der Band, bin auch ein Fan und kann ungefähr einordnen, was bei denen Hand und Fuß hat und was nicht. Das Album, das hat Hand und Fuß. Und ja, ich sag mal so, es würde Stand jetzt, ist natürlich auch noch nicht so viel erschienen, in den Top 10 des Jahres bei mir auftauchen. Vielleicht Top 5, Top 3, das weiß ich nicht, aber es ist ein super starkes Album. Daher, wie gesagt, wenn ihr mit Korn etwas anfangen könnt, ihr habt Bock auf richtig geile Musik, die auch richtig schön scheppert, die gitarrenlastig ist und schöne Gesangsmelodien, Korn, Requiem, ab sofort erhältlich, auschecken. Das war's. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, ich bin sprachlos. Und ja, also wie gehabt, wir sehen uns am Sonntag wieder mit einem Beitrag. Lasst uns noch lieben gern ein Abo da. Schreibt uns auch eure Meinung, ganz, ganz wichtig, zu der Platte, zu dem neuen Album, unten in die Kommentare. Was haltet ihr von den Songs? Würde mich auch interessieren. Und auch von den Singles, die vorab erschienen sind, Forgotten und das war das Start the Healing. Und dann auch das Gesamtwerk, Requiem im Gesamten. Also, wir sehen uns. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao. Passion, you know, for the passion of the music.